Ihr Lieben, meine Mittagspause gehört euch heute. Und natürlich gibt es da das Wetter für den Dienstag und das ändert sich eigentlich nicht wirklich. Wir haben es weiterhin mit dem Hochdruckgebiet Valentin zu tun. Wenn es nachts die Sterne zu sehen gibt, ist es dann am Dienstagmorgen auch ziemlich frisch, zum Teil frostig. Das heißt, wieder Autoscheiben freikratzen und warm anziehen, wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Tagsüber wird es Regionen geben, wo es den ganzen Tag über wieder Sonnenschein gibt, vor allem an den Alpen, auf den Berggipfeln und an den Nordrändern der Mittelgebirge. Aber es wird auch wieder Regionen geben, wo es ganztags grau und trüb ist. Im Norden insgesamt ein bisschen feuchtere Luft, hier eher die dicken Wolken, ein paar Tröpfchen, die rausfallen. Viel an Niederschlag wird allerdings nicht herunterkommen. Und auch ansonsten mal Sonnenschein, mal Nebel und Hochnebel. Es ist ein kleines Würfelspiel, wo genau, ist wirklich schwierig zu sagen. Temperaturen dann auch sehr unterschiedlich. Mit Sonnenschein bis zu 19, vereinzelt sogar 11 Grad. Im dicken Nebel und Hochnebel nur Höchsttemperaturen von 2 Grad. Also, wer Sonne hat, genieße sie. Auch im November kann man zum Teil noch so draußen sitzen.